Ja, vielen Dank Kirsten, vielen Dank Florian, liebe Claudia Fuchs, lieber Wolfgang Kubicki, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich da sind. Ich freue mich auch besonders, dass viele aus Kultur, Gesellschaft, anderen Parteien kommen. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo die Menschen wieder ein Stück weit politisiert werden, weil wir merken, es gibt große Umbrüche. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Bürger der Mitte wieder zu politischen Veranstaltungen gehen, um sich zu informieren, weil wir doch alle merken, dass sich etwas ändert. Wir haben 2016 leider gemerkt, dass autoritäre Regime in Türkei, Russland Zulauf haben. Wir haben die Wahl in Amerika mit einer Amtseinführung, die viele Fragezeichen offen lässt. Wir haben den Brexit. Also man merkt, es ist was los in der Welt. Und auch am 26.03. wird die Bundesrepublik auf das Saarland schauen. Und auch hier haben wir ja eine besonders starke Tendenz, dass sowohl ganz rechts als auch ganz links, und da müssen wir ja feststellen, da gibt es immer mehr Ähnlichkeiten. Frau Wagenknecht lobt jetzt ja immer Herr Trump, ne, weil er auch gegen TTIP ist und für Russland. Und auf der anderen Seite eine AfD im Saarland, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, die zum Glück eingeladen wurde bei der IHK, bei der Spitzenrunde, weil man da erstmal gemerkt hat, dass die keine Antworten haben auf die Themen. Bei jeder Frage wird dann auf die Flüchtlingsfrage verwiesen, ob es die Grundsteuer ist oder der Tourismus. Es geht immer um Flüchtlinge. Also ich glaube, es war gut, dass man einlädt, dass man sich auseinandersetzt, weil ich bin der festen Überzeugung, man merkt das ja schon daran, dass nicht nur inhaltliche Alternativen fehlen, das ist keine Alternative für das Saarland, wenn auch der Spitzenkandidat ein Antiquariat betreibt und dort mit Orden, SS-Orden handelt und das ganz normal findet, dann merkt, glaube ich, es ist gut, wenn die Bürger merken, ganz rechts und ganz links ist keine Alternative. Das Ganze, die ganze Republik wird auf das Saarland schauen. Also sorgen wir doch dafür, dass die Rechtsstaatspartei gestärkt wird und nicht die Rechtspopulisten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich was ändern muss im Saarland. Und wenn ich mir die politische Landschaft anschaue, haben wir eben starke Kräfte, die sagen, alles ist gut so, so eine gewisse Gemütlichkeit in der Landespolitik. Und das hat man beispielsweise gemerkt bei der Debatte, die aus der saarländischen Wirtschaft angestoßen wurde, von allen Verbänden der sogenannten Allianz für Reform, die gesagt haben, wir haben einen riesigen Investitionsstau im Saarland. Und jetzt wird ja suggeriert, jetzt kommen 500 Millionen vom Bund, jetzt ist ja alles in Ordnung. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie sich die Zahlen wirklich anschauen, wir bekommen jetzt ja auch schon Geld vom Bund, von den Ländern. Von diesen Sanierungshilfen muss auch richtigerweise ein Stück in die Tilgung gehen. Das heißt, mehr wird das Saarland nur 60 Millionen Euro bekommen. Und wir sind von einem ausgeglichenen Haushalt im Gegensatz zu anderen Bundesländern noch weit entfernt. Und wir werden steigende Pensionslasten haben. Der Deutsche Beamtenbund hat ja darauf hingewiesen, über 600 Millionen Euro wird das bald pro Jahr kosten. Wir haben jetzt historisch niedrige Zinsen, kann sich auch mal ändern. Also Sie merken, das reicht vorne und hinten nicht. Und unsere Investitionslücke, die IHK, nicht ich, mit einer Milliarde benannt hat, die wird ja größer und nicht kleiner. Und deswegen ist es ja notwendig, dass es eine Partei gibt, die darauf hinweist, dass wir in der Tat neue Strukturen brauchen. Und bei den Leitinvestitionen, die richtigen Leitinvestitionen. Und da haben wir derzeit im Saarland eben die falschen Akzente. Ich bin der festen Überzeugung, eben ging es ja auch um das Bauen, um das Wohnen, dass es falsch ist, dass wir 12 untere Bauaufsichtsbehörden haben. Es kann auch nicht sein, dass wir die bundesweit kleinsten Landkreise haben im Saarland. Dass wir bei den Sozialausgaben nicht nur viele Fälle haben, sondern auch pro Fall die höchsten Kosten. Und deswegen die Kreise ja immer mehr Kosten umlegen auf die Kommunen und dort fehlt dann das Geld zu investieren. Das sind Themen, die wurden angesprochen und einfach weggewischt von den anderen Parteien im Landtag. Ich bin der festen Überzeugung, hier müssen wir ran, denn wir haben in der Tat einen riesigen Investitionsbedarf und ich möchte das anhand einiger weniger Zahlen kurz verdeutlichen. Wir haben in den Zeitungen gestern gelesen, dass im Saarland 130 Millionen in die Straßen gesteckt werden, 100 Millionen vom Bund, 30 Millionen vom Saarland für die Landesstraßen. Die Zahlen sind nicht von mir, aber 25% der Brücken im Saarland sind marode und sanierungsbedürftig. Wir haben es ja gemerkt an der Fechinger Talbrücke. Wir haben bei den Bundesstraßen 42%, die sanierungsbedürftig sind und bei den Straßen des Landes über 50%, Angaben der Landesregierung nicht meinen.
Und da reicht es nicht, dass das Land 30 Millionen von der Arbeitskammer bis zum Arbeitgeberverband Bau, sagen alle, das Doppelte wäre notwendig, nur um die Substanz zu erhalten. Da reicht es nicht, wenn auf der einen Seite nur 30 Millionen in die Hand genommen werden. Und da kann es auch nicht sein, dass wir immer wieder feststellen müssen, dass selbst die wenigen Gelder des Bundes, die auch nicht ausreichen, im Saarland nicht alle verbaut werden. Ich halte es für einen Skandal, dass im Saarland die Gelder des Bundes nicht alle verbaut und abgerufen werden. 26 Millionen Euro wurden in den letzten Jahren zur Verfügung gestellt. In einem Haushaltsnotlageland muss man doch erwarten können, dass die Gelder des Bundes auch wirklich verbaut werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir merken, dass doch auch nicht nur falsche Prioritäten gesetzt werden, sondern dass auch vieles schiefläuft. Wir haben auf der einen Seite und als einzige Partei früh darauf hingewiesen, in Saarbrücken ja ein Großprojekt, wo Millionen verplant wurden, der Tunnel bei Stadtmitte am Fluss, der städtebaulich sinnvoll wäre, aber eben keinen Sinn macht. Er wird auch nicht kommen. Im Bundesverkehrswegeplan sind alle Projekte bis 2030 drin, übrigens zu wenig für das Saarland. 264 Milliarden Volumen, nur 135, ein bisschen mehr sind es für das Saarland, also 0,2% soll an das Saarland gehen, des Gesamtvolumens des Bundesverkehrswegeplans. Da steht der Tunnel nicht drin, aber dennoch haben Stadt und Land gesagt, da wollen wir jetzt weiter mal forschen, mal gucken, was das kostet, obwohl selbst der Bundesrechnungshof mehrfach dargelegt hat, die Stadtratsfraktion mit Tobi Raab hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass das nicht reichen wird und das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu schlecht ist. Und dann heißt es, man hätte keine Planungskapazitäten, um die Brücken zu reparieren und zu planen. Und dann müssen wir feststellen, dass im Saarland an der A1 Richtung Dirmen wir sogar einen eigenen Bau gemacht haben für Fledermäuse. Da haben wir es ja geschafft in die Bundesnachrichten, in die Top 5 beim Bund der Steuerzahler. Es wurde sogar extra jemand eingestellt, der genau eruieren sollte, mit welchem Konzept, mit welcher Musik man da die Fledermäuse anlocken kann. Sie sind aber trotzdem nicht gekommen. Ich glaube, da haben wir wirklich ein paar schräge Vögel bei uns im Saarland. Wir müssen an die Strukturen ran, um mehr zu investieren in Brücken, in Straßen, in digitale Infrastruktur, auch beim Breitband, auch beim Thema 5 Gigabyte, beim Handyempfang ist auch einfach unheimlich viel Potenzial nach oben und da müssen wir in der Tat ran. Und da brauchen wir einfach eine Partei, die auch bestehende Strukturen in Frage stellt. Wir haben im Saarland eine eigene Landesmedienanstalt, andere Bundesländer haben das nicht, die haben es zusammen mit anderen. Es gibt da eine Reihe an Beispielen, die man angehen muss. Und das wird die FDP auch tun. Und ich bin der festen Überzeugung, wir haben die Tage in Saarlouis, in Dillingen diskutiert über das Thema Energiepolitik, dass auch hier die falschen Rahmenbedingungen gesetzt werden. Gerade im Saarland haben wir viel energieintensive Industrie, auch vielen energieintensiven Mittelstand, auch Rechenzentren. In Exelwir brauchen viel Energie. Da bin ich der festen Überzeugung, dass das, was im Land mit der Nachhaltigkeitsstrategie erklärt wird und das, was auf Bund mit dem EEG passiert, die falschen Rahmenbedingungen setzt. Und wir merken es jetzt schon, in der Industrie wird nicht mehr investiert im Saarland. Auch der energieintensive Mittelstand investiert nicht mehr. Und auch bei Rechenzentren gibt es die ersten, die schon nach Frankreich gehen. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, es ist falsch, dass auf 20 Jahre Preise und Mengen im EEG festgelegt werden und dass das jetzt dazu führt, dass Leo Petri ist da, es kann doch nicht sein, dass wir Kraftwerke haben, die wegen dem Einspeisevorrang nicht mehr rentabel sind. Neue Investitionen macht auch keiner. Und diese Kraftwerke jetzt mit Subventionen am Netz erhalten werden. Das ist zwar richtig, die brauchen wir auch, weil der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint. Aber es kann doch nicht sein, dass wir erst zwei Erzeugungskapazitäten aufbauen, einmal konventionell und dann erneuerbare und dann noch diejenigen subventionieren, damit sie nicht vom Netz gehen. Das zeigt doch, es läuft etwas schief. Und ich habe eben die Fledermäuse genannt. Ich kann Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, weil ich mich einsetze, dagegen, dass Windräder in Waldgebieten gebaut werden, was ja die neue Politik der Landesregierung ist. Der Saarforst soll ja die Subventionen bekommen, die übrigens besonders hoch dort sind, wo wenig Wind weht. Es wird nicht die beste Anlage verbaut, sondern die am meisten Subventionen bringt, denn wir haben im Saarland 1400 Volllaststunden, in Schleswig-Holstein aber 2300. Und übrigens bei den Fledermäusen ist das dann egal, wenn es da Schäden gibt für den
der A1 wird aber ein Tunnelgebäude. Also diese Energiepolitik, die ist falsch, gefährdet Investitionen. Das ist die größte Umverteilung von unten nach oben, die wir haben. Auch hier brauchen wir einen Kurswechsel für mehr marktwirtschaftliche Vernunft. Das ist übrigens gerade im Kreis St. Louis ein wichtiges Thema, wenn wir auch noch in 10, 15, 20 Jahren hier eine starke Industrie vor Ort haben wollen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der zweite große Punkt, wo wir meiner Meinung nach ein Stück weit Veränderung brauchen, ist die Bildungspolitik im Saarland. Kirsten Cortez hat es eben angesprochen. Im Bereich der Kindertagesstätten gibt es ja hier im Kreis ein Vorzeigemodell mit längeren Öffnungszeiten. Wir haben sehr früh uns dafür ausgesprochen, dass es das auch in anderen Kreisen geben muss, damit auch diejenigen, die am Wochenende arbeiten oder die später abends arbeiten müssen, auch Betreuungsmöglichkeiten haben. Aber wir müssen auch stärker auf die Qualität schauen und nicht immer nur auf den quantitativen Ausbau. Und ich bin der festen Überzeugung, wir tun uns keinen Gefallen in der Bildungspolitik, wenn wir weiter die Anforderungen immer weiter absenken und diesem Akademisierungswahn weiter das Wort reden. Ich bin der festen Überzeugung, ein Meister ist genauso viel wert wie ein Master. Und wir brauchen... weiter das Niveau abzusenken, gleichzeitig für schlechtere Rahmenbedingungen an den Schulen zu sorgen. Wir haben eine Inklusionspolitik, die so nicht funktioniert im Saarland, die trotzdem ideologisch verbrämt immer weiter vorangetrieben wird. Wir haben jetzt einen Erlass, der verbietet, Klassenfahrten zu machen, die mehr als 100 Euro kosten. Da haben gleich mal alle zu Recht gesagt, Moment mal, wir haben Schulträger, andere, die helfen, dass jeder mitfahren kann. Da geht es nämlich in Wirklichkeit darum, Kosten bei den Lehrern zu sparen, nicht um Gerechtigkeit. Darf man 120 Euro eine Klassenfahrt machen, also statt bis nach Mettlach kommen wir jetzt vielleicht bis nach Konz. Ne? Also so viel weiter sind wir dann nicht gekommen. Wir haben gleichzeitig das Bestreben, die Klassenarbeiten zurückzufahren und fast abzuschaffen, uns mehr mit sogenannten alternativen Leistungsnachweisen zu arbeiten. Also der eine kann dieses machen, der andere jenes. Vergleichbarer und gerechter wird das Bildungssystem dadurch nicht. Und ich kann Ihnen versprechen, dass es nicht nur eine weniger gerechte, weil gleiche Bewertungsbasis gibt, sondern dadurch auch das Niveau abgesenkt wird. Das ist genau der falsche Weg, den wir einschreiten in der Bildungspolitik im Saarland. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier ein Umdenken brauchen und vertrauen können, dass wir die richtigen Lösungen in den Schulen finden. Deswegen begrüße ich es auch, dass Fehler korrigiert werden. Ich weiß, das ist eine schwierige Debatte mit G8, G9. Die FDP hat von Anfang an gesagt, wir brauchen Wahlfreiheit an den Schulen. Lassen wir doch die Schüler, die Eltern und die Lehrer entscheiden, was für die Schule das Beste ist. Ich glaube, der Wettbewerb wird entscheiden, was der beste Weg ist. Erfreulicherweise hat das jetzt auch eine große Volkspartei erkannt, die erst für G9 war, dann für G8, jetzt für das liberale Modell der Wahlfreiheit. Die brauchen wir übrigens auch in der Frage, ob freiwillige oder gebundene Ganztagsschule. Auch da wird ja subtil in eine Richtung gedrängt. Auch da sollen die Bürger und die Schüler entscheiden und auch im Bereich der Sprachenpolitik. Ich war auf dem DFG, ich habe in Frankreich studiert, also mir kann keiner mangelndes Verständnis für Frankreich vorwerfen. Aber ich bin der festen Überzeugung, wir tun unseren Kindern keinen Gefallen, wenn wir überall an jeder Schule einseitig nur auf das Französische setzen. Schauen Sie, wir haben viele Fachkräfte, die kommen von außerhalb des Saarlandes hierher. Und wenn die dann schulpflichtige Kinder haben, der 8., 9. oder 10. Klasse und vorher gibt es keine Alternative, dann haben die einfach ein Problem in der Schule. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, diese französische Zwang und Pflicht geht in die falsche Richtung. Auch hier brauchen wir mehr Flexibilität. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, in der Bildungspolitik sind freie Demokraten wirklich auch dringend gebraucht. Wir brauchen ein Umdenken weg von dem Einheitsbrei. Ich bin der festen Überzeugung, unsere Kinder können mehr. Wir brauchen bessere Strukturen an den Schulen. Und auch dafür treten wir an bei der Landtagswahl am 26. März. Und besonders verheerend ist in der Tat die Politik, die wir an der saarländischen Hochschullandschaft erleben müssen. Hier wurde massiv gekürzt. Ich darf darauf hinweisen, dass Christoph Hartmann trotz Schuldenbremse 36 Millionen Euro zusätzlich für die Uni bewegt hat. Jochen Kiefer war sein Staatssekretär, weiß da genau Bescheid. Also Politik ist immer eine Frage der Prioritäten.
Wir haben im Saarland die HPW, den Pavillon, die Fischzucht. Also für andere Sachen ist ja Geld da, wo die Kosten explodiert sind. Aber für die Uni war es eben nicht da. Und es gab ja ein Konzept, es gab Vorschläge des Wissenschaftsrates, über die man diskutieren muss, wie man die Uni auch vielleicht anders aufstellt. Aber das wurde vom Tisch gewischt. Alle haben weniger bekommen und jetzt haben wir eine große Verunsicherung beim wissenschaftlichen Personal. Viele gehen weg, auch bei Studenten. Das Niveau sinkt. Wir könnten Weltklasse haben an der Uni, die kooperiert mit Stanford, mit anderen Top-Instituten. Stattdessen schrumpfen wir uns selber auf regionales Mittelmaß zurück. Wir haben 400 Millionen Euro Sanierungsstau alleine bei Gebäuden der Saarländischen Universität. Schauen Sie, wenn Sie im Internet nachschauen, Saarländischer Rundfunk hat dazu eine Reportage gemacht. Überschrift war: Überall Schimmel, überall bröckelt es. Gleichzeitig gibt es weniger Geld und dann werden die vorhandenen Gelder im Etat nicht verbaut. Zwischen 2013 und 2015 wurden über 20 Millionen Euro der Gelder, die eingestellt wurden, nicht verbaut. Deswegen sagen wir brauchen die eigene Bauherrenträgerschaft der Uni, die muss unabhängiger werden von der Politik. Es kann doch nicht sein, dass die Politik erst das Geld kürzt und dann das wenige Geld der Uni nicht noch verbaut bekommt. Also ich bin der festen Überzeugung, diese Wissenschaftsministerin, also da läuft doch ein bisschen was schief, mit der muss die Ministerpräsidentin mal endlich ein ernsthaftes Wörtchen geben, mein sehr geehrter Herr. Der dritte Punkt ist der Rechtsstaat, der gestärkt werden muss. Und hier haben wir eine falsche Tendenz, dass immer mehr bürokratisiert und bevormundet wird an den falschen Punkten, aber die großen Aufgaben, da funktioniert der Staat nicht mehr. Wolfgang Kubicki wird es gleich erklären am Fall Amri oder an anderen Fällen. Das ist ja auch bei uns im Saarland so. Auch bei uns im Saarland wurde eben angesprochen von Florian Zipfel, der kennt das aus dem Vereinsleben, Hygieneverordnung, Sie können ja nicht mehr irgendwo mehr Brötchen verkaufen. Wir haben einen Brandschutz, der im Saarland so speziell ist, dass erste Faschingsveranstaltungen abgesagt werden müssen. Für jedes einzelne Konzept, für jede Veranstaltung brauchen Sie ein eigenes Konzept, auch wenn es immer in der gleichen Halle ist, jedes Jahr das gleiche. Wir haben im Saarland, und das war auch Teil der Debatte bei der IHK, selber unnötig die Regeln verkompliziert. Wir haben nicht nur 12 UBAs, die den gleichen Sachverhalt unterschiedlich auslegen, deswegen sagen wir eine statt 12. Wir haben auch mit der großen Koalition trotz Warnung der Ingenieurskammer, der Architektenkammer, das sogenannte Sechs-Augen-Prinzip eingeführt. Das heißt, dass wir die Sachverständigen haben, die unteren Bauaufsichtsbehörde und die obere Bauaufsichtsbehörde, und die müssen sich jetzt jedes Mal zusammensetzen. Und deswegen ist die Landesregierung Opfer der eigenen Politik bei der HTW geworden. Da sagen nämlich die einen, man müsste dieses machen, die anderen sagen, man müsste jenes machen. Die Risikoaversion in der Gesellschaft ist groß. Ich kann das auch verstehen, wenn ich als Beamter da zuständig wäre, als Angestellter, wäre ich da auch vorsichtig. Nur je mehr ich da dran setze, desto mehr schaukelt sich das Ganze hoch. Deswegen, der Ludwigspark, haben wir ja gemerkt, der soll ja mit Steuergeldern gemacht werden. Das ist ja auch ein bisschen eigenartig. Die einen Vereine machen es selber, bei den anderen macht es der Staat. Da kam ja eine renommierte Architekturbüro aus Berlin. Und die haben gesagt, ups, wir müssen die Kosten nach oben korrigieren, weil wir den saarländischen Brandschutz so nicht kannten. Den gibt es sonst nur nirgends. Perl Beech, das Gleiche. Jedes Gebäude im Saarland wird teurer. Jedes. Ob das privat ist oder öffentlich. Hinzu kommt nochmal die ENEF auf der Bundesebene. Hat Herr Joost einen guten Vorschlag gemacht. Ist ja pervers. Wir zwingen ja immer mehr zu dämmen, damit ist das dann Sondermüll. Also Sie merken ja, da läuft auch was schief. Also die Baupolitik, der Staat ist der Preistreiber. Die Grundsteuern müssen hochgeschraubt werden. Das verlangt das Land von den Kommunen. Wir haben im Saarland die höchste Grunderwerbsteuer. Ich war ja froh, dass Herr Lafontaine neben mir dann auf einmal auch der Meinung war bei der IHK, dass die gesenkt werden muss. Also insofern scheint das Liberale wenigstens an der Stelle ein Stück weit abzufärben. Ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen hier einen Wechsel. Es kann nicht sein, dass Bauen, das Planen im Saarland besonders teuer ist. Ich bin der festen Überzeugung, hier brauchen wir Veränderungen bei der Landesbauordnung, bei den Steuern. Die einzige Partei, die das klar sagt, sind die Freien Demokraten. Und da müssen wir dringend dran, weil es kann nicht sein, dass es nirgends so kompliziert ist wie im Saarland. Ich bin dafür andersherum. Es darf nirgends, es sollte doch im Saarland, in unserem kleinen Bundesland pragmatisch gelöst werden. Und da wollen wir ran. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, auch für kommunale Investitionen, meine sehr geehrten Damen und Herren.